Na, dann starte ich mal eine Probeaufnahme und guck mal, ob die Karte Error anzeigt. Das werden wir in 4 Minuten wissen. Oder so, spätestens. So. Guten Morgen. Freitag ist es, ich habe wieder offen. Ganz normal, ich starte jetzt auch den Stream. Wieder. Mit einer neuen Einstellung. Wegen Wiederverbinden und so. Kann sein, dass er sich deswegen aufgehört hat, weil wieder verbinden auf Null gesetzt war, wenn er mal die Verbindung verliert. Warum das überhaupt passiert, dass er die Verbindung verliert? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich starte Stream jetzt. Laufe zum Computer. Da ist er. Der arbeitet natürlich seit einem Jahr ununterbrochen durch. Das ist der fleißigste Mitarbeiter, den ich habe. Bam, 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 bam. Naja, so ist das. Okay, läuft. Das läuft auch. Ich bin begeistert. Habe ich die Karte hier auch noch voll. Liebe Leute, heute ist recht kühl. Ich ziehe mir den Pullover darüber. Mein Einhorn-Birnen-Pullover, einer von denen. Das war echt eine gute Sache, die Teile zu kaufen. 5 Euro ein Stück, das ist ja auch nicht. Aus dem Ei gepellt. Baba. Naja, so ist das. So, und es kann losgehen. Also. Ich bin vor meinem Haus gesucht, einfach vorbei. Genau. Erst ab 14 Uhr. Ab 14 Uhr. Ja, ungefähr. Ja, das sollte sein. Kriegen wir hin. Alles klar. Sonst komme ich, sonst mache ich den Hausbesuch halt ohne und komme danach her, wenn es gar Naja, nicht geht. nee. Cool, dann erstmal einen schönen Start in den Tag. Ja, danke, dir auch, ciao. Ja, machen wir das Rad fertig. Jetzt mache ich erstmal hier ausfegen. Ah, ziemlich aus. Schlimm aus. Also ausgefegt. Das habe ich nicht halt schon. Im Müll muss ich noch. One day off. Na, was für ein freier Tag, ey. Ich bin so fertig. Hier ein Stuhl. Oh, ich will kurz hier hocken. Stuhlgang. Ey, Anouk hat gestern noch so Theater gemacht. Du warst völlig fertig, wie du bist. Ich habe erstens viel zu lange wach, ist auch schon früh aufgestanden. Und dann war sie abends, als du dann weg warst, hat sie so einen Heulkrampf, der so war. Du warst für 2 große Glücksfeier. Ja, das ist eine Tag, auf den so lange gehen wird. Und der ist halt schnell vorbei, wa? Ja, gerade wenn man wirklich total Programm nur für die Kinder macht, ne? Ja, dann hast du natürlich lange Schule, klar, aber eine Schule hat sie ja auch gefeiert. Ja, das ist ja. Aber sie war dann halt enttäuscht, dass es alles so schnell um war und sie eigentlich viel mehr machen wollte. Sie wollte noch mehr Spiele spielen, hat sie mir das morgen gesagt. Ja. Ich hab sie auch gefragt. Ja, aber ich wollte mit denen spielen, die wollten gar nicht. Wir haben Kopfschlagen, weiß ich wie viele Durchgänge gemacht. Das ist doch lustig angehört. Ja, ich wollte Stopptanz machen, dann hat sie schon angefangen zu bocken. Hallo? Sie will das nicht. Sowieso nicht. Ja, da kann man nichts gewinnen. Ich so, na klar, guck dir mal eine Tüte, weiß ich mal. Ja, hat ja auch seinen Spaß gemacht. Ich hab da wirklich ganz Tina Stopp gemacht, die CD war kaputt, wir dachten, komm, Tina drückt. Also ich war es ganz lustig, aber sie war halt total aufgedreht. Alle befreien wollen. Ja, Elke meinte zu mir, am Geburtstag kann man nichts richtig machen für die Kinder. Das ist alles viel zu viel. Die sind
freuen sich so doll drauf, dass man es nur falsch machen kann. Ja, ja, ja. Nee, aber sie meinte auch, dass sie ja auch nicht. So, fertig. Hast du noch Müll oben? Ist runter. Müll wird mal geklärt geholt, das wäre schön. Die Flügel und so und alles. Bestimmt. Ja, ich habe zwar auch schon was mitgenommen, aber. Aber sie hat ja auch für geschlachtete Nachbarn. Außer oben. Ich komm, hol ihn mal runter, weil der kommt gleich. Ja, es ist alles einzeln und so. Wie ist alles, alles einzeln? Auf. Nein, die Tüten hast du ja noch bestimmt noch. Nee, ich habe keine Tüten, ich habe es runtergenommen. Ich habe es da reingemacht. In der Dings, in der Klappen. Alles weg. Ja, alles weg. Alles weg. So, jetzt folgt die Neuradmontage. Erstmal auspacken. Na dann wollen wir mal. So, ausgepackt haben wir. Jetzt kommt Fett auf die Pedalen. Da kommen die Pedalen an die Schraube. Ja, hier, Fett, Fett. Noch ein Fett. So, mal ein Pedal fest. Jetzt der zweite. Staudi. Du Bursche, du ja. Kriegst nicht, du Arschloch. Hör mal zu. Was denn? Ach, nicht. Tobi, ja. Kennst du die Frau, die gestern vorbeigekommen ist? Welche? Die hat gelacht. Die ist nachher zu mir gekommen, die ich zu dir gesagt habe, du Arschloch. Ja, wieso? Ja, die hat gelacht. Die hat zu mir gesagt, die gefallen mir. Kennst du die? Ja, die ist mir auf der anderen Seite, die ist mir hinterhergekommen. Sehr freundlich, die Frau. Ich sag, kennt sie den Toni? Nein. Nur gesehen hat sie. Ja. Wo sie sagt doch zu mir, sie gefällt. Ja, richtig gesagt. Der ist ja auf Arschloch. Hab ich gesagt. Also, nimm mir nicht übel. Nee, alle gehört. Ich überlege, ob ich dir gehe oder jemand anderen. Alle gut. Ja, ich bin nicht empfindlich. Nee. Nö. Ich gehe. Ich muss ruhig. Alle gut. Bis dann. Ciao. Alles Ordnung? Ja, klar. Liebst du mich? Nein, ja. Ist gut. Tschüss. Ciao, ciao.
der ist ja auch ein Arschloch. Ich habe vergessen zu sagen, wie lange bleibt Hansi? Der. Ungefähr. Nur bis heute. Heute letzter? Ja. Danke, Süße. Ja. Wir sehen uns. So, den ersten haben wir. Plucken mal so viel.
Sehr schön. Ja, ich würde mal sagen, das wart fast. Ich schaue hinten nochmal fest. Ich muss festgeschraubt werden. Wir sind tatsächlich auf der Seite hier. Nicht ganz optimal eingestellt, jetzt stellen wir es noch ein. Nee, ist ein bisschen zu viel. Okay. Jo, alle easy. Ein bisschen nachdrehen die Schrauben. Jetzt sind die ersten, die anfangen zu klappern hier. Ah, fuck. Das war's. Ich schließe. Moin. Der Uwe bringt doch keinen Kaffee mit. Kannst du auch vergessen. Nicht so mit Uwe. Nicht so mit Uwe. Bei ihm gesagt, ja. Der Bild gekauft, wie von ihm das Bild. Sag ich, ja, was hast du bezahlt? Ich sag, na, 250 Euro. Das ist ja nichts. Na ja. Es gibt ja Leute, die sind nicht so gierig. Ich wollte die Anpumpe bis morgen kommen. Oh, hör auf. Ja, ich habe den Simson letztes Mal verkauft, aber der hat keine Kohle bei. Ja. Hat
jetzt auch morgen direkt wieder haben. Ich habe hier meine beiden Grundlithografien, diese militärischen, weißt du, die schön liegt da. Ja. Dann habe ich noch so ein anderes militärisches Bild von den Kriegsteilnehmern, so, also zur Erinnerung. Und so ein paar kleine Zinnfiguren. Was brauchst du denn? Ich guck nicht im Internet. Ich mach das nicht mehr bei Uwe. Guckst im Internet und findest nichts und hinterher ist es. Hast du mal gesehen und hast du mich. Morgen. Und hast du mich sozusagen ausgenutzt? Keine Ahnung, das war mir zu blöd damals schon. Das geht hier rein. Entweder man kauft jetzt so oder nicht. Internet geht nicht mehr. Könnte sein, ja. Der ist ja noch billig. Ja, ob sie denn noch billig ist? Hast die Kamera jetzt wieder hier? Das ist einfach nur eine Mannschaftsmütze, oder? Also das ist Mannschaft. Ich hab immer Kameras da. Ist ein okay. Nee, König auf. Das, weil du das sagst, höre ich nicht auf damit. Das mache ich seit über einem Jahr. Das ist ja nur kein Dienstwagen, das ist einfach eine Matrose. Ja. Aber so mit 200, 250 kannst du schon richtig leben. Zustand ist gut, komplett. Futter ist so gut. Ja, ich weiß es nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil es einfach nur Matrose ist. Guck doch mal, ob Internet Spaß hat. Ja. Heute nicht kicken, was soll ich denn da kicken? Ja, nur Matrose. Also hier. Da meinst du, da waren nur Kapitäne auf dem Boot. Also Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg. Wir stempelt 1941. Ja, das wäre für mich Zweiter Weltkrieg. Ja, und dann gehört die Blockade auch dann nicht mal. Wir stempelt 1941. Naja, der Stempel sagte. Ja, du musst halt hinter das Mützenband gucken. Da sind die Stempel hinter dem Mützenband. Ich ging mir erstmal einen Kaffee holen. So, ich gehe dir erstmal Geld holen. Meine Hütte. Ist das schlimm am Morgen, ey. Wegen die Hoftröde. Oh, der Uwe. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause und mache das Bild auf. Die Öffnung des Bildes. Ja. Vielleicht bin ich ja wohl nicht an und übrig. Na, was denkst du denn, was das ist? Ich weiß es nicht. Ich meine, Glasmalerei könnte ja gar nicht sein. Dann hätten sie ja nicht den Veröffentlicher vom Druck mit drauf gemalt, wisst ihr? Ich hab da echt keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ein Blatt, wie gesagt, das wird schon älter sein, aber definitiv nicht die Erstausgabe. Irgendjemand hat doch mal irgendwas drüber gemacht. Hattest du zum Weiterverkaufen? Ja, aber. Eigentlich nicht. Ist ja eigentlich selber schön. Bloß um mir das selber hinzustellen, muss ich nur wissen, dass das alt ist, wisst ihr? Ja. Sonst kann ich mir ja irgendwie. Nö, dieses neu soll nicht sein, also. Ist es.
Uwe kommt ja nicht mehr wieder. Der hat keinen Bock mehr. In letzter Zeit nur noch Küchenware. Da sind ja nur noch Töpfe und Geschirr. Töpfe und Pfannen. Ja, aber die Bilder. Ja, hast du den Markt drin genommen? Letztens, ja. Ne? Bei Christe. Hey. Mach mal später. Ach Mann, ey. Wie gesagt, die Bilder, das war ja keine Räumung, das war ja einfach nur Sperrmüll, was sie abholen sollten. Da waren die Bilder bei. Ja, das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Das war jetzt vor drei Wochen oder was, oder? Ja, ja. Der ist nicht durch die Futterluge, der schiebt sich nicht im Bauch da. Das macht er immer alleine. Wie weit hast du so einen Extra-Zugang, Direktzugang? Oder? Der Carsten deckt sich manchmal Dinger aus, ey. Ihr könnt euch ja besonders gut leiden jetzt gerade. Gib dem bloß einen Kompass mit für seine Fahrradtour, sonst findet der nicht mehr nach Hause. Warte, ich bin schon zurück. Ey, der geht ja schneller. Boah, ist ja ein guter Tempo drauf gehabt, wa? Na, immer im Block, wa? Fünf Wochen los, oder was? Geht immer nur bergab, oder was? Ja, na klar. Oh, bis hierher, ich bin einfach in der Spirale gefahren. Das ist geil. Ich bin immer zurück. Mein schöner Löffel. Sein können. Hättest du umfahren, oder? Hätte ich umfahren müssen, aber es kam auch nicht, kam keine Staumeldung, nicht? Und Unfall. Unfall auch nicht, da waren, ich weiß nicht was sie, da waren nur Schwertransporte voll mit Lampen, die haben Atombomben transportiert, oder? Also ich habe keine Ahnung, was sie da auf den Sattel schritten, das war ein Riesenteil, die sahen aus wie Raketen und was weiß ich. Ach so, die Koreaner haben Eillieferungen bestellt. Ja, die haben bestellt. Bei den Deutschen, weil die können weiter da fliegen als ihr. Oh Mann, ey. Wir kommen morgen, ja, das ist echt, aber. Dann habe ich gekotzt und dann musste ich wissen, ich habe vorher so noch die Kaffee getrunken, damit ich wach bleibe. Da habe ich mitten auf die Autobahn mit Puller, Leute, scheißegal. Wer ist der Fahrt? Tür auf, Rosse! Ja, ohne Scheiß. Genau den so. Schlauch beiseite gepackt. So. Einfach auf den Mittelschlag gepisst, war mir kackegal. Ging mir anders, was wir machen, das ist eine Notfall. Fünf Stunden. 5 Stunden Injektion. Ah, so ist es. Hat die Heimels wird gelüftet. Die Kappe weg. Warte. Und dahinter befindet sich ein Picasso. Ey. Das ist doch die alte Scheibe. Deswegen hat das Glas auch so eine Wellen dran. Dann haben sie praktisch nur die alte Scheibe neu rahmen. Hinter? Darf ich mal? Ja. Kannst du ja rausnehmen. Carsten! Hihi.
Ja? Angie haben wir gestürmt. Genau. Ja, oder? Ja, wegen Markus. Hast du den mitgekriegt? Ja, gestern. Ich nicht. Guck mal. Dann lass mal dabei. Tatsächlich. Das ist eine alte Scheibe, diese neue Rahmen. Deswegen hat die Scheibe auch so Wellen drin, weißt du? Ich übergebe die Verantwortung, ja? Das ist ein altes Glas, siehst du schön von vorne. Das ist einfach neue Rahmen. Schön. Ja, schön. Ja, wird wahrscheinlich, dann ist das wirklich ausgesetzt. Und hier hast du denn diese alten Wellen, wenn du das siehst, dass das ganz alte Glas ist. Woher kommt denn aber dieses Struktur her? Struktur. Wo kommt das denn her? Wie ist denn das? Uff, das ist, glaube ich. Maximal gibt es noch, dass, wie gesagt, eine Art Druck aufs Glas und das dann bemalt wurde hinterher. Und das könnte sein, weil, wie gesagt, warum sollte man einen Veröffentlicher, der auf Papier gedruckt hat, hier unten drin haben? Also das ist das Einzige unlogisch. Aber wie gesagt, das ist eine Handarbeit trotzdem dennoch. Also das ist gut. Oder war das keine Ahnung. Wie ist vielleicht, gab es auch irgendwann mal tatsächlich so eine Leser. Oder wurde das belichtet auf das Ding? Nee, wie willst du belichten zu der Zeit? Naja, weil guck doch mal, das ist doch nicht die Schrift, die Schrift ist doch nicht gemalt. Nicht. Ja, aber das muss ja im Prinzip dann auch gemalt sein. Das ist irgendein anderes Verfahren. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, was für ein. Auf alle Fälle ist es schön. Also es ist so, weil wenigstens nicht einfach nur ein Blatt da. Ja. Interessant ist es. Geh doch mal irgendwo hin. Und hier hast du noch die alten Farben dran, diese Ränder von der alten Rahmung. Ja. Ja. Schön. Das sind die Ränder von der alten Rahmung. Weil der teilweise auch so Vergoldung ist oder so an den Ecken, das kriegst du nicht einfach so weggewischt. Aber das sieht auch so schabloniert gemalt aus. Also hinten sieht man das schabloniert gemalte und vorne ist es dann, dass es vorne so durchkommt, mit, ja, mit Kontur. Also eben auch die Faltenlegung etc. Aber hinten ist es einfach. Und deswegen meine ich, das ist irgendwie. Vielleicht ist es, wie gesagt, so eine Art Aufdruck erstmal von diesen Linien gesamt. Und so, aber selbst so ist dennoch interessant ist es. Ich würde mal, mich interessiert eigentlich jetzt das Verfahren mehr als das Bild. Ja? Arnim, was hast du gemacht? Olaf, was hast du gemacht? Doch kein Scheiß gekauft. Schön. Wer hat denn gesagt, dass er Scheiß gekauft hat? Weiß ich nicht, kann ich mich nicht mehr entsinnen. Ja, ich mich auch nicht. Da könnte es gewesen sein. War so ein. Ja. So ein Dunkel. Ja, ist er glücklich? Ist doch schön. Freut mich. Ja. Das ist schön. Kommt dann. Ich muss los, leider. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, jetzt sag ich. Ich muss es doch von hinten sehen. Da kommen die Scheißwände von vorne. Das Glas mal am Reis jetzt. Hallo. Hallo. Könnte ich mal. Eine Luftpumpe ausleihen. Ja, jetzt drehen wir mal rum. Ja. Es geht. Kannst du ja bloß, wo hab ich sie? Ich glaub mal rein. Ja, die hab ich noch an den hier. Ich glaub mal rein. Du brauchst doch nichts mehr an mich. Wir konnten das nicht sehen, wenn jetzt. Da sehe ich doch. Ja, aber jetzt nur von vorne konnte man das nicht erkennen. Das Glas mal rein. Arnim doch Glück gehabt. Hat ja Arnim doch Glück gehabt. Wie? Er hat das Ding gekauft? Ja. Ich wusste jetzt nicht, was er da gekauft hat. Ja, genau.
Ach so. Weil der eigentlich ein Druck ist. Wieso ist das ein Druck? Ja, das ist ein Druck. Weil er auch unten der Veröffentlicher steht von dem Druck. Ach so. Das ist bei einer Malerei ja nicht, ist das ein Stich einfach. Also das ist nur um das Originalwert von 1640. Ah ja. 150 Euro. Für was denn? Ja, für dieses Event für Lolo Ferrari. Frei saufen, frei alles. Kennst du doch so, wenn verschiedene Bands dort spielen? Ja, ich kenn sowas. Ja, eben nicht. Das ist Tommy! Ja? Wie ist Öffnet eine 54, 55. So. Ich komm gleich nochmal rum, ich gehe kurz ein Brot holen und okay. Der ist gerade besetzt. Irgendwie. Ja, ich habe ja noch was anderes zu tun, aber sag Bescheid, ja? Ja, ja, ich komm nochmal rum. Okay. Ist hier nicht, oder ist, ich nee, tipp mir kurz die Nummer ein, ja? Das ist nicht erreichbar. Ach so, okay. Erst im Winter, wenn der Laden zu ist, dann ist da erreichbar. Okay. Das ist eine absolute Notfallnummer. Okay. Na gut, dann komme ich gleich nochmal rum, ja? Okay. So, was brauchen wir jetzt? Blech ist ab. Na, holen wir neu. Das ist alles in Arbeit.
sind ja Aussichten. Wegen der neuen Aussicht. Nee, da, da, draußen. Zuerst Tabletten, dann Tote und Krankheiten, jetzt Atombomben und Worst Case Scenario. Ey, was soll denn das? Was kommt als nächstes? Ja, ich mal die zwei. Nostradamus und Nosferatu, beide da, boom. Klasse. Atombombe einfach unter der Erde zünden, tief in der Erde drin, so eine Wasserstoffbombe am besten. Die da will ich ja noch bauen. Ja, und dann macht die Erde einmal plopp in zwei Teile, fett auseinander. Die eine verglüht in der Sonne, die andere, das war's. Dann guck mal, was du für Vorstellungen hast. Fertig! So kommt's, das war's. Du bist ja noch ganz krank. Das ist ja schlimmer. Ich bin richtig krank. Ich stehe hier im Keller den ganzen Tag. Ich bin näher dran am Mittelpunkt der Erde als ihr. Ja, das stimmt. Ich mache einfach hier den Shelter zu. Boom. Decke, Duck and Cover. Oh Mann, Leute. So, stimmt, stimmt. Naja. Schieben, schieben. So. Das ist fest. Hinterrad drin, fertig. Oh Mann, ey. Wir halten hier überhaupt halbe Stunde. Locker. Hab ich. Wunderbar. Jetzt brauche ich nur noch die Reinzug befestigen und fertig.
bisschen Fliege. Wie das aussieht, wenn man es einmal anfasst, wie das aussieht. So muss das nie aussehen. Muss man selber ein bisschen abwischen, kann man das. Gut. Oh, die Gattlund oder so. Die Müllis sind inzwischen da? Nee. In der Sanderstraße haben sie Mülltonnen schon getanzt. Also es passiert irgendwas. Ah, okay. Rödel, rödel. Klöd, naja, vielleicht waren sie voll. Dann waren sie. Aber jetzt sehr, wirklich sehr spät. Ja. Normalerweise kommen sie kurz so zwischen 8 und 9. Ja. Jetzt vielleicht. Wenn nicht, kommen sie auch mal samstags. Das hatten wir auch schon. Tatsächlich. Ach toll. Anstatt Freitag Samstag. Wenn sie dann irgendwas. Ja, manchmal. Wenn sie zum Beispiel einen Unfall haben, einer. Also dann okay. Verschiebt sie das. Nur stell dir vor, du wärst hier nicht. Der Hausmeister stellt morgens um 7 die Tonnen in Gang. Und dann ist da keiner. Irgendwie ist das blöd, ne? Ja. Und? Ah, der hätte wahrscheinlich einen, aber mach nur den Schlauch. Ich mach nur den Schlauch, genau. Ja. Okay, alles klar. Was kostet denn der Mantel bei dir? 39 Euro kostet er. Okay.
Okay, was ist denn das für eine? Na, so ein Marathon Plus, ein guter schon. Ja. Okay. Diese Antiplattmäntel. Okay. Na, also ja, erachte ich für sinnvoll, wenn du fährst ja den Tag damit. Ja. Mit Kindersitz auch noch. Ja, ja. Okay. Ich wollte nur den Preis. Aber er meint, er hat irgendwie bei einem. Nee, das ist doch gut. Genau. Ja, also ich mach das mal. Abholen. Ich muss zwischendurch mal 2 Stunden. Ging vielleicht nicht da, aber dann mache ich einen Zettel dran. Erstmal Luft. Okay, dann dort mit dem Rad. Da steht schon das nächste. Mal gleich hinterher. Geil, wisst ihr, wenn man ruhig spielt, geht und dann bei dem Wetter, wenn es regnet, da holt man sich selber weg, wa? Ich hab keine Ahnung, ich geh nicht Pool spielen. Ich auch. Wisst ihr nicht? Ob das ein gefährliche Sportart ist? Ich finde das nicht. Gefährlich? War ja auch, war ja auch da. Samstag und Sonntag, da halbe Nacht im Ziel draußen. Na ja. Ja. Sind es nicht da? Was ist denn das für eine Hupe? Weiß ich nicht, also einer raus, der andere wieder rein. Ist heute Markttag? Da kommt da so ein Polacke rein. So ein Polacke? Ja, ja, ja. Kommt ein Polacke rein. So ein Polacke. Kennst du, heute ist Freitag, Thomas. Ist Markttag? Ja, Freitag ist ja immer was los. Ist die Hölle los?
Placken. Ah ja, wahrscheinlich Andi. Mir ist heute gar nicht los. Wieso nicht? Hier ist dich nicht. Mann, bei dir ist heute. Nee. Bei dir ist doch jeden Tag Freitag. Was hast du denn? Ha? Bei dir ist doch jeden Tag Freitag. Freitag? Ja. Nee. Ich heute irgendwie mit dem verkehrten Fehler auf mich stand. Ja? Ja. Wieso denn? Alles heute, wichtig, bei mir alles heute so, wie soll ich sagen, so blöd, ja. Alles so blöd. Naja, ja, also, ich hab zwar gut geschafft. Oh, Mann. Das war jetzt so, naja, so, bei mir war es hell in der Wohnung. Wieso denn? Ja, wieso? Keine Ahnung. Weil sie neben der anderen Seite die Fabrik, während sie das Licht an ihr gemacht hat. Hast du keine Gardinen? Ja, klar, trotzdem, das war so hell. Das hat bei mir nicht im Schlafzimmer reingeleuchtet. Trotzdem, dass ich sie gemacht habe. Das ist ja eine Frechheit. Was? Das ist ja eine Frechheit. Ja. Da bin ich auch rüber, Jan. Ach, na ja. Licht aus und zwölf. Der Halbbitter hat zwei. Ich denke, da ist nur los, aber ich wache. Dann muss ich die Toilette. Dann bin ich nachher mit meinem Zimmer halt da weitergeschlafen. Bis zum Dixer. Ach Gottes Willen. Dann bin ich mit den Tabletten hier und die erste und dann die zweite da. Und ich mache richtig wach wurde, dann war alles neun. Eieiei. Oh, da ist nur was. Der Wolfgang hat im anderen Zimmer geschlafen, freiwillig? Ja. Da war heute erst so spät meine Zelle geholt. Das war ja halb elf, meine Zelle geholt habe. Da waren es ja keine Neuigkeiten mehr für dich. Nee. War der denn schon alt? Ich hab ja schon. Habt ihr Neuigkeiten? Nee, sind von um 6 heute Morgen. Oh, Scheiße. Das war ja alle. Ich hab ja nachher um. Ich bin da dann mit meinem halb zwölf, erst um 12 mal Radio ausgemacht gehabt. Da kam meine Freundin nachher. Wir sollten irgendwie. Dann auch sie meine Leber hier oben. Deiner Freundin? Mit ja. Mir selber. Also. Ich hab mich doch irgendwie erkältet irgendwie. Ich hab eine Scheißerei, ich hab mir sechs, ich hab schon sechs Mal auf Toilette. Ich hab mich schon selbst gestoppt, wir sind in Sau. Das ist ja furchtbar, ey. Ja, das kann man erzählt sind das. Ich bin immer Leute jeden Tag so, ja. Zwei Tage, ich hab ja nicht zwei Tage. Und dann halt wieder mal nicht, also ich weiß nicht. Naja, gut. Genug von Kacken geredet jetzt. Ja, ja, ja. Ja. Naja, kein Hunger, naja, nicht. Ich weiß eben, doch jetzt musste ich dann mal rausziehen. Jetzt hat man mein Rezept geholt. Oder mein Bein eingelöst haben, in der Apotheke um die Ecke. Dann kann ich es nur ab und müssen bestellen, haben sie den Tag. Gut. Hat aber gleich 5 Euro bezahlt. Dann ab und zu die Kinder mal so ein Jungs werden muss, das muss irgendwie so ein Schwuler sein oder irgendwie was. Wüsste ich nicht. Ja, aber das ist ja auch mal. Wolfgang, der ist kaputt. Was soll ich denn jetzt hier machen? Neuen Mantel aufmachen. Ich muss einen neuen Mantel aufmachen. Oh Mann. Willst du den haben? Hat der da? Hä? Hat der den da? Oder kürzt es? Ach ja, ist der, ja. Der Kunde im Einfallstand ist, wa? Genau, das ist das Problem. War denn der Mika auch schon wieder hier? Ja, Mika? Hä? Den einen Tag war er ganz kurz da. Hat er was gesagt? Nö. Nur den grünen Tag. Ja, was? Ne? Er hat nicht nach dir gefragt, wenn er das meinst. Weil Gabriel hat wohl ja kein Bedürfnis danach. So, ich hab's abgeknipst.
den Arsch springt aus der Mütze. Ein anderer Kumpel, der ist auch so ein bisschen weggetreten. Ja, weggetreten. Was heißt denn das? Naja, der wissen auch nicht, was er will, meine ich. Er ist weggetreten. Der weiß nicht, ob er verkaufen will, wa? Ja, so ungefähr, ja. Sein Hänger da. Naja. Da ist er ganz schön albern. Entweder ich gucke mir das an oder nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich ihn kaufen will. Na ja, das meine ich doch, hab ich ja gesagt, ja. Er hat doch ja, ich dachte, du musst da wissen, was du willst. Das ist ja, der nee, der wüsste ja, ja. Und dann habe ich wieder nicht ein Kind kann. Ich meine, das geht ja nur um die 40 Euro Pacht, die der im Monat bezahlt. Das ist ja viel Geld. Ja? Überleg mal für das Scheißding. Das ist ja viel Geld. Ja, ja, ja. Ich meine, von meiner Warte aus kann ich dir nur so sagen, wie ich mir gesagt hatte. Ist der Wagen in Ordnung? Ist alles in der Ausstattung? Ja, ist er nicht, der ist ja nicht in Ordnung, das ist ja das Problem. Der ist, weil er sagt, der hat keinen TÜV, schon lange nicht mehr, schon 10 Jahre oder was? Ja, ja, ja. Hat der keinen TÜV? Dann hat der, sind beide Scheiben kaputt, beide Fenster? Ja, 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 ja. Die kosten richtig Geld bei Wohnwegen. Ja, Kapito, wenn man nicht böse, ich wüsste nicht, und ich hab keine Ahnung. Nein, die kosten bestimmt 300-400 Euro, die Scheiben allein. Ja, ja, die Fenster, wenn du die Original haben willst. Deswegen machen die meisten eben Klebeband einfach drauf. Hat er ja auch gemacht. Der geht aber nicht. Das kriegst du niemals durch den TÜV. Das ist Quatsch. Musst du vorher machen. Und wenn er dann noch 300-400 Euro haben will, dann ist zu viel Geld. Also deswegen, ich würde mir den trotzdem angucken, aber wahrscheinlich würde ich ihn nicht mal nehmen. Das muss schon in Ordnung sein. Du kriegst ja einen Wohnwagen, teilweise kriegst du die, ohne TÜV kriegst du die teilweise geschenkt, die Dinger. Oder für einen 100er oder was. Selbstabholung 100er. Ja, ja, ja. Die Größe, umso größer, umso billiger sind sie so. Ja, 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 klar. Der soll ja nicht so groß sein. Bezahle ich lieber einen, der schon fertig ist, der TÜV hat alles, womit ich keinen Ärger habe. Als so ein Ding am Bein zu haben. Stell dir mal vor, du kaufst das Ding. Dann musst du das ja irgendwo unterkriegen, ohne TÜV kriegst du den ja irgendwo hingestellt. Richtig. Dann hast du da noch 2 Jahre oder was bei den Exalter. Naja. Naja, aber das muss er wissen, wenn er da dran hängt. Der hängt ja noch ein bisschen an dem Merkwürdig, ja, gemerkt. Also der will das Ding eigentlich gar nicht loswerden. Ja, du hast du recht, Thomas, das ist so. Heute so morgen so, muss ich meine, ja. Ja, und wenn er sucht, er sich, der wird jetzt 75. So. Ja. Er will jetzt, er sucht er sich, wie soll ich dir ausdrücken, eine Püppi, die 18, 17, 18 ist, die er da draußen bumsen kann, weiß ich meine. Ungefähr, so kann er was. So, seine Olle lässt ihn nicht mehr ran, dann tanken sie sich, oder irgendwas, bla bla, das ist was, du wirst saufen und hast du ja, der wo trinken will, wo sind wir hier landet, schicke gerade, wenn ich hier nicht auf die Ecke war, hat der geregnet den Samstag noch, war. Ja. Letzte Woche ein bisschen, ja, auch Schicke Straße, ja. Chinese, was? Wofür aber die Bank war. Ja, okay, weil ich nehme ich viel Platz da. Ja, ja, ja. Ah ja, rechts, links ist der Zahler da, rechts auf die Ecke da. Ja. Naja, jedenfalls. Hat er ihn gesoffen? Na ja, los. Ich hab ihn, der hat ja nicht geschickt. Ja. Ich hab nicht, dass ich was im Hals habe, weiß ich meine, ja. Das liegt im Hals haben, ja. Na ja, ja, also ich war kühle, war ein bisschen kalt, dann mit der Haut, damit er eine Dauer weg aus dem Hals. Ja, ja, klar. Nur so ein bisschen, aber weil, ist ja auch, wenn der Auto fährt, dann mit der deine 3-4 Bier, die läuft. Ohne Bier läuft der nicht, wa? Ohne Bier läuft man den nicht, nee. Braucht er. Naja, ja, das ist natürlich schwierig. Und das ist für mich schwierig, weil ich gedacht habe, ich suche mal einen anderen Freund, der wenigstens kann alles machen, aber muss nicht saufen. Ja, das ist. Ja, kann er nicht mit einem anderen Freund anfangen, mit dem ich dann früh noch rausfahre und wir kommen dann nicht mehr her nach Hause. Naja, und ich sitze hier auf der Autobahn und dann auf der Ecke mit meiner ganzen Scheiße, ich liegt da. Ja, völlig steil, völlig Hacke. Völlig Hacke. Ja, logisch. Ja. Der Mann ist dann mit dem Grunde genommen nicht zu gebrauchen. Wenn der mal zu Hause was machen soll oder eine Wohnung hat, dann oder helfen soll, dann fängt der schon an zu mauern und zu meckern. Dann geht er wieder an seinen Wohnwagen. Ja, 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 irgendwie was. Oder der. Ist 18 hier. Ja. Er kann ja mal mit sich fahren, weil er kein Auto hat. Er hat ja das Auto von Gott gefahren. Den er vorher hatte, mit dem er mal hier war, weißt du, den hier war. Dann ist er da rüber gefahren, hat auf der A2, weil der eine Schwester war,
Und auch in Ruppelkopf, angeblich hat seine Frau Schuld, weil die Polizei falsch hat. Ja, hat er gesagt, dass seine Frau stimmt. Ja, ja, ja. Ja, da hat die Alter mich zugetextet. Boom. Alles, was ist, hat seine Olle Schuld. Du kannst es auf jeden Fall haben. Haben sie Bilder Schuld. Sie hat die Olle die Schuld wie er. Ja. Sind wir uns unterhalten? Na, wer ist dein Auto gefahren? Dann hat er Schuld. Ja, ja, logisch. Ja. Ich meine, das ist alles, ist doch nicht alle Zeit. Ich meine, wir müssen Bier und Fröhle mal stehen oder irgendwo alle drei, wa? Das zahlt sich ja alles, ob das Bier oder was, die Wurst oder das Essen, das zahlt sich alles, wa? Ja, klar. Die haben ja mehr in die Ecke, wa? Aber ich meine, andersrum gesehen, die Zankerei und die Schenkerei, ich darf das nicht sein. Jetzt fangen sie mit mir an zu schenken, ich durfte nicht mit das hier halten, ich durfte mir das nicht machen, aber was soll denn die machen? Ja. Ja, also das ist das hier, das ist viel, das ich kann doch nicht, ich will arbeiten gehen. Wie sind die denn mit 74? Ich kann ja nicht rufen, da wollte ich da kommt dann mal ein Zeitdruck, nee, und das gibt so viel, da kann er nicht rufen. Also, wenn er mal unzufrieden ist, Thomas, dann ist das ganz klar. Ja. So, ja. Fertig, haben wir. Wie läuft das hier schon? Miserabel. Ja, ja. Nein, da du ja erst mal zu hast, ist es. Nee, da war kein Mensch da. Ich hab, der war da die ganze Zeit am Fenster. Zwei Leute wollten Fahrrad mieten, da hab ich gesagt, dass sie geschlossen sind. Ansonsten war kein Kunde da. Da war keiner da. Vielleicht abends oder was? Keine Ahnung. Ich hab nicht gesehen, ich hab da auch. Nee, nicht weil ich gestern zuhörte, sondern das war einfach wirklich keiner da. Och, das war günstig. Das Wetter ist momentan ja nicht, dann habt ihr das im Fahrrad gefahren oder man muss es nicht. Also man hat alles kurz jetzt vor und sagt, wann kommst du hier? Oh ja, das ist weh, und so. Das ist auch so. Ich hab das momentan auf dem Sonntag den Maul voll, wisst ihr, meine, ja. Der ist vielleicht auch unzufrieden. Was? Der ist vielleicht auch unzufrieden. Oh, ja. Der Luft und Arbeit nicht da und so. Interessiert alleine. Wer weiß. Und waren Sie jetzt noch für dich hier? Ja, abends kamen sie dann. Wer weiß, da muss doch arbeiten gewesen sein, die kam erst abends. Ja, hier. Die sind gestern wieder gefahren, richtig, ich hab sie ja gesehen, ja. Er so, der hat ja noch drin für Seite gewohnt, ja. Dann hätte eine Container, da ist doch so ein Container, eine schicke Straße mit schönes Holz. So. Ja. Dann hat sich die Emma da gefunden. Dann kümmert sie sich um die anderen Leute. Ja, mit die Emma da oben. Ja. Naja. Was ist denn damit? Keine Ahnung. Ich bin gleich wieder da, weißt du? Ich bin gleich da. Ja, ist doch offensichtlich. Momentan ist sie auch nicht so viel. Ja. Kommen wir in den Hof. Ja. Mal oben ein bisschen raussetzen. Ja. Bei dir ist es am schönsten gemacht. Ja, bei mir ist es am schönsten. Wir sind gut nicht gekommen, ja. Und der Morgen waren wir alle da. Alle Mann! Ja, der heißt aber auch hier, da hinten hier. Uwe! Ja, Uwe! Nein, nicht, der mit der Mütze. Der Uwe! Der heißt auch der Uwe, ja. Der mir die Mütze geschenkt hat. Da. Du wirst dann weg, war der Uwe? Der heißt mit der Mütze, der mir die Uwe mit ihr gestanden hat. Ich weiß nicht, ob er dir eine Mütze geschenkt hat. Doch, eine Münze. Ach, die Münze, ja, das war Uwe. Ach so, war Uwe. Zeig mal die Münze, hast du bei? Ja. Habt ihr auch nicht gesehen. Moment, habe ich gewonnen, die.
Was bei dieser Tasche hier ist. Das hat nicht mehr Wert, weißt du das? Keine mehr. Nee? Henri Lemaree. Ich hab alles schon nicht da, sonst hätte er mir nicht geschenkt. Schöner Taler. Ja, so ja. Ja, dann habe ich gestern am Mittag ein bisschen in meinem Keller rumgefummelt. Ja. Ich bin euch in der Küche einsortiert, also ich sage mal, wie viel heute am Mittag noch mal oder was. Ach ja, apropos, was ich gerade im Vogel sehe. Da kam die Gina. Nina. Gina, ja, gestern. Bei mir vor die Türe. Ob ich eine Taube haben will. Ne. Eine junge Taube. Ich sage, nee, sag ich, du warst wirklich an, kannst du mir alles bringen, sag ich, aber keine Tauben. Ich war wohl verletzt oder so, oder hat keine Ahnung, wo ich die wieder auf die Jahre. Die war ganz gut getroffen, muss ich sagen, jetzt. Ja, die. Was ist da denn los? Moin. Moin. Was gibt's denn so für Preise? Zum Beispiel schwarz, 28, Dame. Das ist nur zum Mieten. Ach, die sind nur zum Mieten? Ja. Ah, und Verkauf haben wir unten. Musst du mal unten schauen. Gut. Unten rechts. Und rein von rechts, gell? Unten rechts, genau. Ja, die war, wie gesagt, die war ganz gut drauf gestern. Ja, nett und so, ja. Wer weiß, wie lange, wa? Genau, wer weiß, wie lange. Kommt immer drauf an, in welche Psychiatrie die war, wa? Ja, ich... Wenn sie natürlich nur nach 8 Tagen wieder rauslassen, oder wie es war, dann ist das nicht heilbar, die müssen länger drinnen bleiben. Das ist eh nicht heilbar. Also, das bei dir bestimmt nicht, ja. Weil ich hatte, wie ich schon gesagt, damals auch 2003 oder 2004 oder das war, auch so ein Ding gehabt, das weiß ich, ja. Aber wir haben ja noch von heute auf morgen, haben wir auch so Angstzustände gekriegt oder sowas, ja. Jetzt habe ich nachher, abgelehnt, ja, dann war wieder weg, ja. Hast du einräumt da drinnen? Du musst ja einräumen. Nee. Was einräumen? In der Wohnung, da musst du schon einräumen. Nee. An Wolfgang ist Rohbau. Ach so. Ich baue erstmal alle zurück. Ach so. Wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Von kahle Wände, neue Elektrik, da werden die Wände aufgestemmt, Leitungen werden alle neu verlegt. Alle komplett neu. Ja, nee, das ist ja jetzt ja nicht. Nee, das ist wie ein Neubau. Das kannst du so. Das ist auch, der Mann hat auch schon die Zeit viel gemacht. Ja, bist du jetzt hat er am Vormittag die Schlitze gemacht. Die Fülle hat er nicht gemacht. Kommt noch. Dann legt er, macht die Schnitze zu Ende, legt er die Leitung drin, setzt die Dosen. Ja, ja, klar. Heute ist nicht, heute ist kein Handwerker da. Erst haben sie gebohrt, dann war geklopft wie die Verrückten. Ja. Haben die Bleche alle angemacht, haben bei uns da überall gebohrt. Und hat doch die Hauseintür war noch gestern da, war.
Ja. Ich kann hier den Paket fressen und der Dicke ist dann wieder da. Der sagt ja früher auch. Da sagt er zu ihm, machen Sie ihn, dann messen Sie aus oder was? Und die kommen schon so frech und die Art. Dann sagt er, ich quatsche mit ihm. Da unterhalte ich mit ihm über Angeln und so. Ach so. Dann sagt er, ich bin der Eigentümer von dem Haus. Sagt er, sagen Sie doch, der narriert sich. Sagt er, weiter, habt ihr das Auto hier gepackt? Sei nicht hier dran. Der sieht doch aus. Gott, oh Gott. Ja, da sind wir noch. Goldjing, war Thomas, war? Gegen was? Überhaupt, wenn wir so will. Wenn wir die anderen alle so rumlaufen, da sind wir noch Goldjing, war? Ja, das liegt ja im Auge des Betrachters, war? Ja, klar. Ich bin so wie die rumlaufen, da die antizipieren, das kostet, das heißt, das Geld, war? Das kostet richtig Geld. Ja, klar. Das ist klar. Und der Briefträger, der kam erst dann auch. Sehr spät, um 3:30 kam der auch erst. Was schöne Alter sind da. Echt? Ja, ja. Sowas wie linke Hand, Vaterland, Wanderer und sowas. Was kosten die so? Also das günstigste von denen überhaupt, von diesen älteren, ist 350 und dann bis 600 Euro. Ja. Oder eigentlich, da hängt ja noch vorne ins für 900. So. Ja, genau, das habe ich gesehen. Sag mal, und für... Hallo. Ja, Tachchen. Hi. Grüß dich. Hi. Servus, Mensch. Gestern schon zwei Leipziger getroffen. Na Wahnsinn, jetzt bin ich hier direkt um die Ecke. Ja? Der Johannes habe ich gesehen, hier den Dramaturg. Und ja. Uwe Altmann in Hannover. Wahnsinn, Mensch. Ja, okay. Ich wusste nicht. Ich habe versucht, für Birgit ein Fahrrad zu kaufen, aber machen wir es. Klau doch überall. Machen ja alle, wa? Ja, machen ja alle. Oder bastel aus drei Alten ein neues zusammen. Ja, das habe genau. Ich schon dreimal für Soffen gemacht. Ja, und lässt sich nämlich ihr Fahrrad immer wieder klauen. Ich habe super Bikes gebaut. Statt in der U-Bahn ist weg. Ah! Genau, das suche ich nämlich jetzt langsam zusammen. Genau diese Infos. Genau. Ja, in der U-Bahn darfst du nicht parken. Ich habe nur eine kurze Frage. Sag mal, so ein, mein Lenker gibt immer nach. Brauchen wir einen Lenker und das Ding hier irgendwie. Wieso gibt der nach? Was meinst du? Ich habe das schon so angezogen. Vorhin hat das jemand angezogen, der natürlich bei so die Schraube rund gemacht hat. Wenn du, jetzt glaube ich, sitzt irgendwie weich, da diese Rillen sind nicht mehr da. Und immer wenn ich fahre, verwandle ich mich langsam in Eddie Merckx und Rinderfahrer. Eine Morphung. Ja, genau. Neuen Vorbau und einen anderen Lenker brauchst du nicht, wa? Wenn man den hier wieder rausnehmen würde? Ja. Einiges. Hast du sowas da? Vorbau? Ja, stimmt. Und du? Nur noch die Frage, hast du denn für 150 sowas? Nee. Dame, 20er. Habe ich eins für 80 Euro unten. Das kannst du mir mal vielleicht. Ja, aber das ist wirklich, Basis. Basis, ja. Basic. Zwei Räder. Du kannst dich draufsetzen und losfahren tatsächlich. Ja, dann gucken wir das mal kurz an. Genau. Du grüßt die Sophie mal. Ja, mach ich. Also wobei wir uns ja nie so direkt, aber so ein bisschen. Nee, aber so in der Kantine gesehen. Genau. Genau, Dreigang, 28 Zoll. Ach, guck mal, das ist ja richtig. Und wenn du das, sag ich mal, noch Straßenbahn. Boah, kauf das doch hier. Naja, das musst du ja selber entscheiden, was man nicht daran soll.
Gut, dann weißt du da auch schon mal Bescheid. Da können wir nochmal rum. Da können wir nochmal rum. Wann sitze ich? Wann heißt du bis hier um die Ecke? Gut, Engel und ich. Du bist der Vorbau. Ja, ich gehe mal meinen Vorbau und gucken. Tschüss. Bis dann. Wie dann? Morgen braucht. Super, tschüssi, ciao, danke. Tja, Mensch, ja, was machen wir mit dir? Daniela, / Andrea. Bei mir nur Andrea. Er zeigt den Bogen aber langsam raus. 2:11 läuft die Kamera schon immer schon aus. Ist nichts zu tun gerade. Ist alles gut? Ja. Wollte nur warten, bis du wieder sichtbar bist. Ja, ich bin sichtbar. Schönes Wochenende. Ja, danke dir. Und wenn was ist, komme ich nochmal rum. Kommst rum, genau. Und sag mal weiter, wenn du fahren bist, 2-4 Tage, ich weiß nicht, wie viel du fährst. Kommst du eh nochmal rum, nochmal nachchecken. Okay. Ja, nochmal alles festziehen und so. Ja, okay, mach ich. Alles klar. Und wenn was klappert, kommst du sowieso gleich. Nicht erst warten, bitte, ja? Weißt du? Ja, das mache ich. Gut, ciao. Ciao. Hast du so einen Schnitten, die Scheiße, ein Jahr warten muss, bis meine Folge fertig ist. Dann habe ich. Das macht keinen Spaß. Das muss hintereinander weg. Oder ja nicht. Ja. Wie viel Material hast du denn jetzt davon schon? 80 Millionen. Das nervt doch schon ab. Nein! Nein! Ist das Ventil oder lang? Das ist noch alle derzeit bei dir. Das finde ich ja echt, also scheiße. Rico repariert selbst. Ja, genau, hier. So, Mongo-mäßig. So. Mongo. Ich bin der Bruder von Lance Armstrong. Ja, nur langsamer war er halt immer. Genau. Er war schon immer ein Stück langsamer. Der Kapo nicht gedopt. Hast du Icarus gesehen? Diese Dokumentage über den Typen, der sagt, ey, ich fahre hier immer Fahrradrennen mit und zwar schon so halbwegs semi-professionell. Und der kommt immer so auf die ersten 20 Platzierungen. Und dann fragt er sich, wieso gibt es diese Top-Fahrer, die in den Top-10 sind, die fahren immer besser, ja, die alle gedopt sind. Und dann geht er nach Russland und lässt sich komplett dopen. Und zwar so, dass er am Ende vom Wettkampf sich testen lässt und die Negativproben kommen. Also es wird nicht rauskommen, dass er beschissen hat. Und so hat er das für Lance Armstrong auch gemacht. Der wurde ja wie oft 55 Mal getestet in einem Jahr und immer auf negativ. Aha. So sieht der Reifen aus, wenn er kaputt ist. Da sieht man gar nicht mal, dass der kaputt ist. Hat nur Piff gemacht. Piff, puff, puff, puff. Ja. Das ist schon, oh, krass, naja. Ich meine, da ist in unserem. Ja, hör auf, ey. Kann man neuer rein irgendwie. Guckt euch das an, verdammte Scheiße. Ja, aber hier willst du gerade von deinem Sohn online mitnehmen. Ist es da oder ja, was? Ach so. Ja, 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 ja. Ja, dann muss ich. Ja oder nee? Ja, brauch ich ja. Also, oder kommst du mit deinem Sohn? Ich weiß ja nicht, kannst du nicht machen. Und wann kam denn Anne? Anne, ist es schon bezahlt, dann nimmst du mit? Wenn es nicht bezahlt, muss sie das machen. Ist nicht bezahlt, muss sie machen. Dann muss sie machen. Das ist ja ein Arsch. Ja, ja. Bezahlt genug, ey. Ja, bezahlt dich für seinen Sohn jetzt. Naja, nix ist, kann sie machen. Glatte Reifen kriegt er nicht bezahlt vom Papa. Auf keinen Fall. Und der fährt aber auch Glasscherben. Was ist denn, heißt also jetzt? So.
Nee. Da braucht er so einen neuen Schlauch. Schon wieder den. Kostet so Schweine viel Geld, ey. Was halt 7 Euro. Nee, den hier. Der Schlauch, nee, ich meine hier Mantel. Der war sau teuer, das Scheißding. Ich weiß nicht wie viel, aber bestimmt 30 Euro Minimum. Welcher ist denn? Das ist der Ultrasport. Ultrasport, ja. Ja, stimmt. Ja, der ist scheiß teuer, ich weiß auch nicht warum. Naja. Gut, so, jetzt kommt wieder das übliche Spiel. Das lustig. Dasein des Enricos. Schauen wir doch mal, wie machen wir denn das jetzt? Tommy kriegt gleich wieder einen Anfall. Ich krieg ja keinen Anfall, weil ich entziehe mich dieser Situation jetzt. Genau. Ich gehe mal ganz kurz zu. Mach mal. So. Bim bim. The Love Rides. Ich glaube, das war die falsche Seite. Der kommt erstmal mit der falschen Seite gleich rein. Ach, herrlich. Dann legen wir das Ding mal in den Schlauch rein. In den Mantel. Scheiße, das hält mich wieder. Wieso nicht? Ich hab das Gefühl, der Schlauch verdreht sich. Mal gucken wir mal. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Bald ist wieder Wahlen angesagt. Wir wissen, wir sind alle sauer auf alles, wie es ist, aber es hat keinen Sinn, die AfD zu wählen, möchte ich nur noch mal erwähnen. Wir sind alles Vollpfosten, wir reichen uns noch mehr in die Scheiße, als wir schon in der Scheiße stecken. Also die bringt auch nichts. Vielleicht nehmen wir einfach Mutti noch mal dieses Jahr und wenn das nicht hilft, dann holen wir uns einfach Adolf zurück. Na, der hat am nächsten Mal Tacheles gesprochen. Ne? So. Aber wir wollen uns ja nicht verunglimpfen lassen. Weil wir wissen ja, wie es aussieht. Also mein Onkel damals bei der Irren gewesen, nicht bei der NS. Viel zu spät für die NS. Der war bei den Linken, bei den RAF-Leuten und hat da richtig schön Druckel gemacht mit Rudi Dutschke und so. Weißt du, wo sie heute sind? Heute sind sie auf einem anderen Lager. Und so sieht es bei allen AfD-Idioten, die hier unten in der Friedelstraße abkacken, auch aus. Und die Antifa-Föstel wohnen direkt daneben. Da können sie sich den Schlagabtausch geben und gucken, wer bescheuert der ist von den beiden. Also. Jetzt folgt Wahlwerbung. Ihr werdet alle erwachsen und geht weg von eurem Antifa-Scheißtrip und von dem AfD-Scheißtrip. Wählt Merkel oder dann wird zumindest nochmal weitere 4 Jahre nur Scheiße am Start und nicht den Vollkasten-Burnout. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Leute das funktioniert. Für den Inhalt der Werbespots sind nur die Parteien verantwortlich. Ja, ich bin übrigens nicht CDU-Wähler, möchte ich nochmal dazu erwähnen. Ich wähle gar nicht. Ich gehe und mache 3 Kreuze. Das solltet ihr alle machen. Alle hin, alle Neuwahlen. Das machen wir 2 Mal, dann gibt es eine neue Verfassung. Aber das kriegen wir eh nicht hin. Die Deutschen nicht zusammenhalten. Aber ihr werdet schon noch sehen, was passiert, wenn am Kotti irgendwann ihr rennen werdet. Naja, nicht die anderen. Ah, Proklamation. Provokation. Provokationte. So. Wohin mit dem Hütestück in deine Reifen bist du? Ist Nein! Bitte dir! Erstmal muss erstmal kriegt der Tommy jetzt Bares für Rares. Für Rares. Genau das ist eine gute Sendung. Ja, die läuft ja nur bei Tommy eigentlich, im Original. Ja, kommt die vorbei. Und bei dir hat sie das abgeguckt hier oder wie heißt sie? Genau das. So. Rund 5. Zähne, stimmt so. Danke für die Benutzung des Werkzeuges und der Pumpe. So hört sich das. Das macht Enrico. Der ordentliche Mensch weiß, wie man sich benimmt. So, jetzt gucke ich mal, ob es ordentlich geschafft hat. Wenn es gleich Buff macht, brauche ich einen neuen Schlauch. Ich habe noch ein paar. Ich weiß. Für 10 Euro habe ich sogar noch ein paar mehr. So sieht das aus. Gar nicht zuhört. Was hat er gesagt? Ich weiß auch nicht. Bitte? Was hast du gesagt? Was hast du den Leuten geraten? Sollen sie wählen? Ich soll am besten 3 Kreuze machen und gar nicht. Oder soll ich ungültig machen, was ich ihm geraten? Ungültig. Ungültig.
Hast du dich damit beschäftigt, mit der Wahl? Ja, ein bisschen. Ich noch ja nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es halt immer erschreckend, weil ich so viele Freunde habe, die eigentlich gebildet sind. Ja, ich bin ja ungebildet. Die sagen, wir wählen die AfD. Und dann stehe ich da und denke mir, Mann, das mag die auch nicht. Die ganzen komischen Eieridioten, die rumrennen. Ich sage auch, irgendwann muss Stopp sein mit dem ganzen Reingelassen von allen. Weil das können wir nicht managen. Aber den Weg, den die machen, die quatschen doch nur Scheiße. Und wenn die, und wenn sie dann in der Macht sind, dann kommt alles anders. Und die zerhacken sich wahrscheinlich selbst, die Idioten. So dämlich, wie die sind, ey. Oh, dann müssen wir mal eine Talkrunde mit dir und Hans machen. Ja. Und weißt du, wir haben Kinder. Wir müssen auf die Zukunft achten. Die ganzen Idioten, die alle feiern und keine Kinder und scheißen auf uns. Deswegen habe ich mir ein Wohnzimmer zugelegt. Sehr gut ist es. Sehr gut. Sag ja zum Wohnzimmer. Ja. Ich habe. Siehst du auch aus wie von früher? Naja, früher. So viel früher ist es nicht. Nee, gab es doch früher so. Aber gab es die schon in den meisten Jahren gesehen? Ja, natürlich. Ganz viele sogar. Schon. Oh, halt, Moment, halt. Brauchst du gar nicht runterbringen. Hallo? Ja, einen Moment, ja. Ja, warte. Das ist ein Hollandrad. Der bringt mir ein Hollandrad. Ja. Das habe ich nicht. Da musst du ganz spezielle Speichen kaufen. Ja, ganz speziell. Doppelt dick. Die haben wir erfolgreich abgewimmelt, sozusagen. Ist natürlich Quatsch. Aber ey, Hollandrad, Hinterrad, nur so mal schnell drei Speichen tauschen. Und die sind alle morsch. Keine Chance. Und ein gebrochener Rahmen auch noch, der schon mal geschweißt wurde. Hier bitte zurück, lieber, und werd glücklich. Aber so nicht. So, Schlauchwechsel in der Art. Mit neuem Mantel. Reifen. Hab ich erledigt. Oh, Bremszüge zum Feierabend noch. Bremszüge, es ist ja immer das gleiche. Schaut mal da, kaputt. Immer hier. Kaputt. Kaputt, überall kaputt, 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 kaputt. Rostig, gebrochen. Kaputt. So fahren die in Berlin hier rum mit den Dingern. Den Möhren, damit kannst du nicht mehr bremsen. Mit der Scheibe hier drin, ey. Egal, zweimal neue Bremszüge, machen wir. Jawohl, neuer Bremszug.
Mann, das ist aber schade. Mäuse melken. Was? Ach so. So. Alles gut? Alles prima? Alles fein? Okay. Alles geschafft. Ja. Nachdem wir mit diesen Knirrchen überhaupt nicht runter wollten, wollte ich schon beim Hänger holen, drauf tun. Da habe ich mal umgedreht. Nicht den Vierkant in der Hand gehabt, sondern ein rundes Stück und konnte ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Und ja, dann kam er. Weg. Fushi Kato Peppeli. Weggefault, durch die Leitung geschoben. Alle. Ja, weggefault ist gut, ist ein Opfer an Leute. Weg. Futsch. Und ganz am Ende ist da eine Bohrung, da läuft da unten Wasser raus, in den kleinen Schalter und der macht den Kontakt zu der Lampe an. Und diese Lampe sagt, Opfer an Leute. Steht aber dran, Service anrufen. Hast du angerufen? Nee, die haben angerufen. Der Service war dann nicht. Ach so, und hier ist der Dichtring. Das ist also auch weggefault. Ja, steht Bauspannung. Ja. Und tolles Ding. Hat gekostet 96 Tacken. Mit Lieferung. Was, dieser ganze Stab, den du in die Schraube hast, ist weggefault? Ja. Das ganze Ding? Ja. Alter. Das ist der Sockel von dem alten Stab. Okay, jetzt alles klar. Jetzt sind wir 10 Tage. Eieiei. Ei, ei. Das ist der Punkt. Ich dachte nur diese kleine so kurze Stücke. Ja, die Alternative ist, dass der Behälter verfault. Ja, klar. Hm? Natürlich. Sind die da. Hat sein Zweck erfüllt. So, wo kommt der hier her? Mensch, was machen wir denn eigentlich mit Vertrag? Ach so, Miete. Hey. Das müssen wir ja auch noch machen. Das müssen wir auch noch machen, stimmt. Richtig. Auf meinen Namen. Diesmal. Ach so. Die anderen aus Malis. Die anderen, die alle aus Malis. Also, Auftonne. Nur, dass du noch im Kopf hast, nicht, dass du... Die Musik machen wir mal her. Kannst du auch machen, ich meine. Oh, Scheiße, was ist denn das für ein Müll?
Für eine Kurbel. Und zwar Vierkant, zweifach mit 110er Lochkreis für einen Ausflugsreise Gott. In diese Richtung. Einer, wovon er spricht, ist ja. Ja, wir wohin hier sind. Das macht natürlich aber auch die Suche schwieriger. 110er Lochkreis ist ja auch clean. Ja. Die gute Porsche-Uhr. Das ist doch ernst schlecht. Ja. Wow. Was tun wir damit? Ein Lenkerbinden. Oder wie? Ach so! Legen Sie mal da hin. Ne? Gut, versuche ich schon mal. Ich glaube, ich habe alle meine Puppenlappen sozusagen oder auch aus dem Weg genommen. Tommy, mach ich gut? Du. Bis zum nächsten Mal. Könnte sein, nochmal diesen Herbst, ich weiß es nicht genau. Aber. Trend erkannt. Er kann den schon auch damit. Ja, aber. vielleicht wird es jetzt langsam, vielleicht kommen sie alle wieder langsam in meine Richtung, weil ich bin morgen bei. Ich habe das Gefühl, dass das gerade wieder Vintage Mountainbikes im Preis stark nach oben gehen. Aber hier waren sie schon immer teuer. Das ist das Problem. Ich habe echt irgendwie vor, wo sie alle, ja, will doch keiner fahren oder Rennräder, so kann man auch nicht sagen, ey Mann, ihr werdet schon sehen, was da davon habt. Vor allem ist es einfach noch schwieriger, Schrott von Flott zu unterscheiden. Also, wenn du sich nicht mit ausgehen. Bei Mountainbikes meinst du? Ja, ja. Naja, aber da wurde der Markt ja noch viel mehr geschwemmt mit Käse. Naja. Ich habe da auch nicht so eine Ahnung von, aber das ist so das nächste Projekt. Das ist wirklich, ich bin es damals halt selber gefahren, zu der Zeit, wo die Dinger aktuell waren. Ja. Echt geiles Material, was wir uns damals wohl ja nicht leisten konnten. Wo alle träumend davor gestanden haben, obwohl ich auch jetzt. Nee, so ein Bier wäre viel kaputt gefahren. So das nächste, was ich ganz gerne angehen würde. Das ist, wo die Straße endet, beginnt Kuwahara, haben sie damals geschrieben. Ja. Das ist heute immer noch genial. Und da gibt es ja, in Kuwahara gibt es ja nur noch schmale Modelle. Also gerade die alten Dinger, die sind ja richtig. Ja. Richtig gut. Also. Ich bin immer so ein Longos, aber ich meine, da wird fährst du zwei Rennräder vom Gewicht her. Longos als Rennrad? Nee, ich hatte einen Longos habe ich gelten, eins aus den 80ern, ein ganz altes Modell, und eins aus den in den 80ern, eigentlich XT, damals top. Ich hab's ja noch kein XT gehabt.
wissen ja, wie viel wir haben. Ich muss noch einen Kumpel auf den Rocky Mountain abquatschen, dann komme ich damit mal rum. Abquatschen? Ja. Willst du mich scheißen oder was? Ich will gar nicht wissen, wo der das in der Keller gefunden. Ach, die Liebezeit. Nee, aber von beim selber ausräumen. Okay. Aber der braucht's nicht. Na gut, trotzdem danke erstmal. Bitte, bitte. Schönes Wochenende. Gleichfalls. Und irgendwo her ist immer. Ja, natürlich. Bis dann, ciao. Um Gottes Willen, was ist das denn für eine Hülle? Das ist wundersch. Und statt Schallzug nutzte man einen Bremszug. Ah, auch nicht gut. Thank you.
Bescheid zu. Wenn er nicht so. Passende Züge zu verwenden, finde ich schon sinnvoll. Jetzt brauchen wir nur noch einen Umwerfer. Bei der hier ist ein bisschen durchgeschliffen. Simplex. Simplex. Erstmal ein bisschen putzen hier. Das sieht ja auch was, ne? Ei, furchtbar. Würde ich ja niemals anbauen. Ist das schlimm. Spezial. Behandlung.
Sehr schön. Schlüssel Innenbusschrauben lösen und dann Simplex mal wieder richtig rum anschrauben. Ach ja, ja, diese Fülle hier, aber das ist halt alles so eine Futzelarbeit.
So, als schönes altes Simplex, ja, nicht so ein neues Scheiß. Der ist echt schön, der Umwerfer. Passend zum Rad, passend zur Zeit. Mal gucken, ob er tut, was er soll. Papa war auch schon da. Er hat auch einen Platten gehabt heute. Sieht mir noch, wisst ihr, wer fährt? So, dein Rad. Mensch, auspellen.
Okay, fertig. Ersten Liebesbotschaften trudeln ein langsam über den Chat, und zwar: Du bist schwul. Mensch, ich dachte, ich konnte das gut verstecken, habe extra 4 Kinder gemacht, um das zu verbergen. Nun ist es raus. Tommy ist schwul. Ja, was soll ich dazu sagen? Dufte. Das war mein Outing, jetzt wieder zurück zum Thema. Das ist Müll. Das muss ich jetzt nicht aufheben extra. Ach doch, ich gib's doch nicht. Fakt ist, der Hans ist weg. Der Hans hat fleißig gearbeitet, muss ich nochmal so sagen, extra. Weil ich mich ja einschleimen möchte. Und weil ich ja schwul bin. Natürlich. Hat die ganze Woche lang nur auf dem Boden gehockt und Löcher gebohrt in die Hauswand. Um nachträglich dann irgendwann mal Dynamit einzufüllen. Und wenn er die Schnauze voll hat, in Österreich auf den Knopf zu drücken. Dann hebt es leicht ab. 1 Meter vom Boden und senkt sich dann wieder. Und ja, fällt ineinander. Natürlich nicht, sondern um das Mauerwerk trocken zu legen. Hat dann Chemie eingebracht in die Bohrlöcher, die sich dann durch Kapillarwirkung verteilt und eine Trennschicht bildet im Mauerwerk. Somit keine aufsteigenden Nässe mehr zulässt. Fantastische Erfindung, nur leider sehr teuer. Fakt ist, das hat er gemacht, eine Woche lang Löcher gebohrt. Ist wahrscheinlich einigen von den Mietern hier auf den Sack gegangen damit, weil eine Woche lang permanent 6 Stunden am Tag gebohrt wurde. Ja, aber das muss ja mal gemacht werden. Es ist gemacht, meine Töchter kommen. Fantastisch. Na, wusstet ihr schon, dass ich schwul bin? Was? Siehst du? Genau. Nein, natürlich nicht. Ja, bitte? Oh. Von Iliana. Von Iliana. Gibst du mir einen Kuss? Doch nicht. Na, du? Alle beide. Ich dachte mich. Ich dachte ich. Wenn schon, denn schon. Jetzt ein Hollandrad durchchecken.
brauchst du denn? Das ist der Fallenball. Dieser Ball ist lustig. Kennst du diesen Ball? Hol ich mal kurz. Moin. Dürft ihr mal kurz den Puppe borgen? Ja, mach mal. Nimm dir. Ah. Geil. Jemand, der sich eine Pumpe borgt. Hallo. Hi. So, hab ich deine Auto hier? Ja. Mit TÜV? Ja. Und hier ist Schlüssel? Ja. Ich habe geparkt hier. Besten Dank. Links. Ja, bitte. Geringe Mängel. Was ist denn Mängel? Geringe Mängel, weiß ich nicht. Motor ölfeucht. Das ist nur Kleinigkeiten. Getriebe ölfeucht. Das ist ganz normal mit so alten Auto. Das ist wirklich. Aber er hat ja alle Dichtung neu gemacht, also deswegen wundert mich. Den Motor, weiß ich nicht. Das ist komplett zerlegt alles. Habe ich nichts gemacht da? Nicht, aber er. Sagt er. Okay. Hat er. Ja. Und es gibt Fahrzeugschein. Ist auch hier. Ich kann das blaue Ding nehmen. Natürlich. Okay. Na, das braucht ihr ja bestimmt. Ja, und, natürlich, wir haben eine neue Scheibe gemacht. Und was hat da geklappert? Beim Gas geben? Ah, es ist Auspuff. War Auspuff? Ja. Hitzeblech? Irgendwas? Nein, das ist drin in Auspuff. Es ist nicht gefährlich, aber es macht Geräusche. Ja. Das Rohr in der Auspuff ist just, you know, it's like the Auspuff corrodes inside. Ja. Normalerweise it has like a double pipe inside which goes through it and then the pressure goes through small holes in the pipe. Ja. Well, with the time of course it corrodes and breaks. Okay. So like for this year to replace the whole Auspuff, so it's better to live with it. But it's nothing will happen. It's not corrodes. And not important for the no, for no, this the one. The TÜV will never see it even. Like of course it will corrode and everything, but one day. But like. I think it's now it's 7 years old. Auspuff. Nein, weil you know, in the new cars sometimes after 3 years is already completely kaputt. The new car? Yes, the new cars, yes. Well, of course. I changed it 7 years ago, I think. Well, yeah, for 7 years, it's nicht so schlecht. Okay. Ja, wunderbar. Okay. Naja, und hier ist TÜV 115 Euro, aber du kannst auch mit Flawless. Genau, du musst halt, der kommt ja eh nochmal, denke ich mal. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau. Das ist like this. This is what Clara told me. This TÜV. Okay. Das willst du jetzt mitnehmen? 115? Ja, kannst du. Ja oder nein? Ja, weiß ich nicht. Nein, nein. Wenn es ist kein Problem für dich, dann ja, natürlich ist es besser für uns. Dann ist es alles fertig. Und die Motorleuchte geht nicht mehr an, oder was? Hm, welche Leuchte? Die Motorleuchte. Motorleuchte? Und Lüftung funktioniert? Ja, natürlich, natürlich. Und was war mit der Lüftung? Nur ja, Sicherung. Sicherung, ja. Das ist simpel. Ja, ja. Ja, ich habe mich gewundert. Okay. Da habe ich keinen. Danke, Euro. Kein Problem. Okay, danke schön. Dann. Nehmen wir Probleme. So. Nehmen wir Probleme, okay. Ja.
Okay, so. Schönen Abend. Ja? Gleichfalls. Also, das ist bezahlt jetzt. Ne? Ja, jetzt, ich denke, es ist alles klar. Okay. Genau, wenn kommt Flo wahrscheinlich nochmal rum irgendwann und schauen wir mal. Okay? Ja, das Auto ist da. Fett. Ja, die Reifen sind ein bisschen alt, aber ja. Ja, das sind die Winterreifen jetzt. Die anderen Reifen hat er noch da, auch irgendwo in der Werkstatt, glaube ich. Wirklich? Wir haben auch diese Alu-Reifen da? Die Alu-Reifen hat er auch da. Oh, scheiße. Schade. Musst du mal gucken in der... also, er weiß Bescheid, ne? Er hat den Alu-Satz hat er auch da. Irgendwo stehen. Ja, also auf jeden nicht, Fall, wir hatten das früher. Ich erinnere, aber... nicht entsorgen. Oder so, ja, weil jetzt sind die Alufelgen. Nein, auf jeden Fall nicht. Das, natürlich. Wir haben viele Reifen da. Kann sein. Also, er ist das einzige für Opel. Ich denke, nein. Wie gesagt, er wird die Schnauze voll haben. Ich diese große Alu. Es war irgendwo da, aber ja, das ist nicht gut. Okay, sag ihm schöne Grüße und dann soll er rumkommen nochmal. Also, jetzt ist er in Urlaub, ne? Ja, er kommt. Anfang nächsten Monat. Ich denke, like, at the end of the, this month or at the beginning. Okay. Dankeschön. Danke auch. Viel Spaß. Ciao. Ciao, ciao. Der Otto ist wieder da. Nach einem Jahr und... zwei Monaten? Drei? Warte mal. Ei. Kinder. Ich kann meinen Look kaum in Worte kleiden. Ich habe das Auto nach April, Mai, Juni, Juli, August. Ein Jahr, fünf Monaten habe ich das Auto wieder. Aus der Werkstatt. Lieb sein, balanciert. So, ich mache jetzt den Deckel ab. Mama, du darfst doch nichts kriegen. Ja, aber das geht nicht. Ich kann jetzt keinen hochbringen. Einmal kurz. Nach Schlitz. Super. Ja. Diese Halbschuhe hier sind wachsen. Au. Schon mal. Wir nach einem kleinen Gedanken. Super cool.
Kann ich dir sagen, woher ich diese Kette habe? Weil ich gestern Geburtstag hatte, kriegt man das von der Küchenfrau. Ich habe vergessen, gestern zu fragen. Aber ich wollte doch nicht machen. Na, was liegen denn da für Kügelchen drin? Hinten. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich kann nicht so machen. Ei, ei, ei. Ach, bitte, bitte, bitte. Das heißt nicht Judith, auf alle Fälle. Was denn? Dass hier die ganzen Kugeln drin sind. Ja? Welche Kugeln? Kugeln. Hier. Kugeln. Kugeln. Kugeln, 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 Kugeln. Aber warum? Das heißt ja nicht Judith. Das ist Tretlagerschaden. Tretlagerschaden, Hollandrad, ich bin raus. Nicht mit mir. Guck mal, guck mal. Ich halte es nicht. Hey. Komm hier hin, Nuki, Nuki, Nuki. Ich muss alles zu drehen. Richtig. Drehen. Und bremsen. Geht. Lager läuft ein bisschen rau, aber. Aber das hier ist, macht Geräusch. Das ist normal. Nicht funktioniert. Vorne und hinten, erstaunlich. Klingeln funktioniert. Ja, was können wir machen? Ja, es geht an. Guck. Gut. Manu, mach mal nicht klar. Das war schon der Schreck. Das war einfach das. Wie gesagt, die ganzen Kugeln liegen die schon. Die Bremse bewegt sich. Das ist ein Ständer. Der Ständer muss mal ein bisschen einölen. Na, hol mal. Wo ist der da auch? Darf ich einölen? Einölen. Dazwischen. Hier? Ja, und drück. Gut. So. Was? Noch mehr. Da? Hier? Noch. Okay. Habe ich gut gesagt, oder? Ich bin immer noch nicht auf. Das ist doch hinten. Mach mal da. Warte. Gut. Einfach nur Öl nehmen, habe ich doch gut gesagt, oder? Fantastisch, ist mir sehr gut. Gut, gleich wieder weg. Also schon mehr. Ja, jetzt macht es keine Geräusche mehr. Kaum. Ja, kaum Geräusche. Aber Bremse geht ein bisschen schwerer zu machen. Joa, lasst es mal jetzt. Jetzt, das ist fertig. So, in Ruhe, dann machen wir 8.03 Uhr, gleich Feierabend hier. Der kann man auch alle Fälle. Ja, muss ja noch schneiden. Also, bis später.